Moin und herzlich willkommen. Können Sie sich noch an die schrecklichen Bilder von Bergamo erinnern? Am Beginn der Pandemie? Eine Kirche, leergeräumt, und in dieser Kirche sieht man nur Särge. Mit den Verstorbenen, den Opfern der Pandemie. Und kurz drauf dann ein LKW-Konvoi vom Militär, ebenfalls vollbepackt mit Särgen, mit den Opfern der Pandemie. Welch schreckliches Bild. Unvorstellbar, für mich zumindest, in dieser Situation und in dem Augenblick. An diese Bilder musste ich denken, als ich das Evangelium dieses Sonntags gelesen habe. Jesus kündigt das Ende an, den Weltuntergang auch mit Seuchen und Pandemien und verbindet damit eben die Zusage, dass der Menschensohn kommt. Weltuntergang, Ende, der Menschensohn kommt und die Frage, die bleibt, ist, was bleibt? Was bleibt am Ende von mir? Jesus sagt, alles wird vergehen, alles. Nur meine Worte, die werden nicht vergehen. Was meint er damit, wenn er das sagt? Meine Worte werden nicht vergehen. Aus meiner Sicht ist die Botschaft, die er uns sagen will, das Einzige, was letztlich bleibt, was der Tod nicht besiegen kann, das ist die Liebe, die Menschen geschenkt haben. Die bleibt. Also an was werden Menschen denken, wenn wir gehen? Sie werden sich daran erinnern, an das, was wir aus Liebe zu ihnen getan haben oder auch nicht getan haben. Das haben wir in der Hand, woran sie sich erinnern. Und genau darauf weist Jesus hin. Also, was bleibt am Ende unseres Lebens? Diese Frage kann uns vielleicht in der kommenden Woche begleiten, wo wir dann eben auf das Ende des Kirchenjahres hingehen, dem Advent entgegen. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.